Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld. Wie wir hier sehen, habe ich ein bisschen aufgeräumt, nur ein bisschen, nur ein paar Items hingeschmissen. Allerdings haben wir jetzt wieder 5 Stone Gewicht, das wir tragen können. Ich habe ein bisschen Inventory Management gemacht, ein bisschen unsere Säcke sortiert und auch Säcke aussortiert und auch Schriften oder irgendwelche Hinweise, die wir nicht mehr brauchen oder wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aussortiert, ein Buch, was meines Erachtens über ist, was wir für nichts gebraucht haben bisher, und ein bisschen umorganisiert. Wir haben hier allen möglichen nützlichen Kram. Mit dem Ding bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Wir haben hier unseren Schlüsselsack, wo auch die Relikte drin sind oder wie die heißen. Talismane heißen sie. Dann haben wir hier unseren Goldsack, das jetzt ein Rucksack ist, weil wir so reich sind, wo ich mir auch überlege, ob ich den Kram hier noch wegschmeiße, die ganzen Gems. Ich nicht weiß, was wir damit machen sollen. Ich meine, wir haben einen Gem gefunden, der Mana restort, allerdings war das der einzige. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Nerv habe, die alle zu identifizieren. Dann haben wir hier unseren Essenssack. Und hier unseren magischen Sack in diesem magischen Sack befinden sich alle unidentifizierten Sachen. Und in unserem, in dem, an eine Ebene drüber befinden sich die identifizierten Sachen, also Schriftrollen, Tränke, Wands und der eine Ruby, oder was das hier ist, der funktioniert. Oder von dem wir wissen, wie er funktioniert. Die befinden sich hier drin, in dem magischen Rucksack und sind halt getrennt nach identifiziert und nicht identifiziert. Und hier ist weiterhin unser Runenbeutel. So, das hat alles in allem eine Weile gedauert. Oh, wir haben den Ring angelegt, den habe ich da an den Platzgründen. So. Speichern sicherheitshalber nochmal. Das war das hier. Haben jetzt also ein bisschen Platz und wollen uns heute, deswegen machen wir das alles, auf die Suche nach dem Cup of Wonder begeben, dachte ich mir. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir da, ich meine, jetzt haben wir noch ein Icon hier mehr Platz, das Ding könnten wir theoretisch auch noch auflösen. Alles egal. Also, und ich will auch nicht alles an einen Ort schmeißen, weil es bei diesem Spiel immer mal Schwierigkeiten gab mit zu viel Items an einem Ort oder auf einem Level. Deswegen, wenn ich die Gems noch wegschmeiße, dann machen wir das in einem anderen Level. So, aber wir wollen jetzt erstmal gucken. Also erstmal danke für den Hinweis, dass ich den Zauber falsch aufgeschrieben habe. Das war richtig schlau. Sheet Lightning. Aber wir wollen heute, kommen wir hoffentlich nicht in die Bredouille, ihn benutzen zu müssen. Wir wollen eigentlich erstmal nur zu Sachen, wo wir schon mal waren. Obwohl, wir können nicht überall gewesen sein, weil sonst hätten wir den Cup of Wonder schon, nicht Cup, Cup. Es ist ein Pokal. Wir machen jetzt also quasi hier am Pokalfinale nehmen wir teil. Was hatten wir gesagt? Irgendwie Nord. Also wir müssen nach oben. Also wir müssen erstmal in andere Level. Und ich überlege, welches. Gehen wir am besten hier hoch. Haben wir noch andere? Wir haben. Down brauchen wir nicht. Up hier. Ne? Okay, den gehen wir jetzt mal gucken. So, jetzt gehen wir also so. Das wird wahrscheinlich das ganze Video dauern. So, hier ist unser Müllberg. Unser Lager. So, mal gucken, ob das Level noch geht oder ob es kaputt ist. Ne, funktioniert noch. Okay. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass es damals irgendwie ein Geschrei gab, dass das Spiel crashte. Und ich glaube, das auch mal selber erlebt zu haben, dass wenn zu viele Items auf einem Level waren, dass das Spiel dann nicht mehr wollte. Und ich glaube auch, das Savegame corrupted hat. Also irgendwas, es war richtig schlimm. Man konnte das üblicherweise dadurch vermeiden, dass man nicht, wie man das in diesem Spiel ja neigen würde zu machen,
zentrale Stashes anlegt, sondern seine Items üblicherweise da lässt, wo man sie findet. Was wir ja auch oft gemacht haben. So, wir wollen es. Das ist so verdammt verdächtig, ne? Also jetzt mal. Aber gut, wir wollen zum Schrein, um zu gucken, wo das Ding ist. Wo ist das Schrein? Hat das Level keinen Schrein? Habe ich ihn mir nicht aufgeschrieben? Das ist denkbar. Okay. Na gut, dann gucken wir aufs Level drüber und wenn er da ist, wenn es da heißt, geh nach unten, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Wir kommen hier nochmal durch. Ich glaube hier. So, hier haben wir aber einen Schrein. Also, wir wollen jetzt so hier raus, runter. Okay. Nee, da nicht. Lass mich mal durch, Freund. Und Geld, dachte ich mir, solange wir es tragen können, nehmen wir es mit, dann können wir es. Können wir Sachen identifizieren? Bist du freundlich? Ja. Aber wir müssen den Cup ja noch tragen. Aber erstmal nehmen wir es mit. Hier liegt, glaube ich, noch mehr rum. Ne, einzelne Goldmünzen. Dafür bücke ich mich nicht. Okay, ich würde sagen, wir nehmen noch 18 mit. Ich meine, wir sind so nah dran, vielleicht ist es besser, wenn ich erstmal zurückgehe zum Identifizieren. Ich würde sagen, das machen wir. Ich glaube, wir machen jetzt einen. Wir machen jetzt einen. Wir unterstützen die lokale Wirtschaft. Run und machen. Rennen mal kurz zurück, dazu müssen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Rennen wir zurück zu Dominus und lassen den ganzen Kram identifizieren, also vier Sachen identifizieren. Und wenn ich mit den vier nicht zufrieden bin, lade ich andere. Aber ich will sie auch identifiziert lassen, weil damit ich sie in meinen anderen Sack tun kann. Nicht wahr? Genau so war das gemeint. Damit ich mich da nicht jedes Mal fragen muss, was ist. Und ich meine, wir haben ein Level vor uns, wo das alles eventuell nützlich sein könnte, weil wir keinen nicht zaubern können. Ne? Also wir verlieren all unser Mana. Das ging auf null. Und ich glaube, das ist das ganze. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das ganze Level und das Level darunter auch so ist. Also, und ich glaube, es sind 8. Oder 7? Oder 9? Ja. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee, wenn wir da die Option haben. Sachen wie. Ich meine, kann natürlich sein, dass die dann auch nicht funktionieren. Schriftrollen und Tränke und Gedöns. Aber ich will zumindest die Option haben. Und außerdem gibt es mir ein bisschen Busywork. Und zwar eine Art von Busywork, die ich in so einem Rollenspiel immer als authentisch erachte. Wir wollen nach Süden und dann darüber. Süden ist hier. Neuesten Erkenntnissen. So. Das ist eine Ecke, in der wir hängen. So, bist du Dominus? Ja. Okay. Speak. Yes. Also, wo ist unsere... Das sind diese. Und wo sind die unidentifizierten Sachen? Hier. Fangen wir mal an. Fangen wir mal mit den vermeintlich wertvollen Seiten an. Fangen wir mit dem letzten an.
Okay, danke. Das ist jetzt identifiziert. Yes. Das Ding, weil es so hübsch aussieht. Jetzt hier das. Scepter of Mana Boost. Okay. Weil so viel Geld haben wir auch gar nicht. Ich meine, wir können ein paar Sachen können wir da selber identifizieren. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch das Ding. Das sieht ein bisschen anders aus als der andere Kram. Yes. Smite Undead. Okay. Okay, die hat uns, also die hat dir jetzt, die hat deinem Geschäftsmodell jetzt ein bisschen das Genick gebrochen. Aber gut. Also zumindest als die Aussichten, also deine, ne, also deine Aktien sind jetzt ein bisschen weniger wert. Cool. No, that is all. Ich meine, wir haben mal unser Geld auch ausgegeben. Aber das war sehr hilfreich. Das war so hilfreich, dass ich das abspeichere. Den anderen Kram, wir haben ja jetzt auch mehr Mana. Wir können ja jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr selber enchanten. Wollen wir mal gucken. Also, Name Enchantment. Jetzt machen wir doch keine. Jetzt suchen wir doch nicht den Kapperfunder. Jetzt suchen wir erstmal nach Namen in unserem Rucksack, sozusagen. Wo ist unser. Das ist nicht mein. Eine Liste mit. Nicht nur das falsche Spiel, auch noch falsche Genre. Also, ich habe ein Zettel mit meinen Ex-Com-Soldaten geguckt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo nur Zettel gesehen mit Schrift drauf und dachte, da steht bestimmt was, was ich brauche, während ich geredet habe. Da sieht man mal, wie gut das Gehirn funktioniert, wenn man Let's Plays macht. Also, Name Enchantment ist. Ich habe es immer noch nicht gelernt. Das ist. Und ich sage die Dinger besser nicht, aber ich kann es immer sagen. Das ist Ort. Mal gucken, ob es wieder falsch ist. Das ist Wiss. Und das ist das verdammte Ilem, das ich da fälschlicherweise so. Okay. Oh, wir verlieren kaum Mana. Das ist gut. Oh. Wie komme ich da? Moment. Wie komme ich da? Muss ich die Sachen aus dem Rucksack nehmen oder muss ich mit der rechten Maustaste? Wieso? Ich habe doch gerade mit. Hä? Links gedrückt. Okay, das war rechts gedrückt. Das ist falsch. Ich komme nicht dran, wenn die in einem Rucksack sind. Was soll denn der Bullshit? Im Sack auch nicht. Okay, wir müssen. Okay. Okay. War das schon immer so? Um Name Enchantment, um etwas zu identifizieren, was wir in einem Sack haben, dass das nicht geht, weil wir. Oh Gott.
Okay, jetzt bin ich wieder ein Gefangener des Systems. Das müsste ich doch schon kennen, ne? Ja. Das sind die, die ich schon kannte. Oh, fuck. Also, wir können das nicht so machen, wie ich mir das gedacht habe, weil ich die nicht direkt... Oh Gott. Okay, ich hatte mir das so schön überlegt mit zwei Säcken, aber wir müssen zwei getrennte Säcke machen. Wenn wir die Säcke ineinander haben, ich kann nicht aus dem einen die Sachen rausnehmen und auf diese Ebene bringen. Ich kann sie nur eine Ebene höher bringen. Das heißt, wir müssen... Gott, dieses Spiel. Müssen das so machen, hilft nichts. Also wir müssen einen Sack haben mit Identifizierung. Ich meine, ich kann ihn ja immer wieder rausnehmen, aber... Ah, Gott. Gut. Ja. Die Schwierigkeiten. Ich will eigentlich nur wissen, was das hier für Dinger sind. Aber, ne? Ja, so. Also, jetzt nochmal. So, die sind jetzt identifiziert. Die können nach hier. Auch identifiziert. Nochmal mit den Wands hier. So, wahrscheinlich häufiger können wir es gar nicht machen. Naja, Platz haben wir auch gar nicht. Also. Oh, und auf Asset. Keine Ahnung, was die macht. Also wahrscheinlich Asset, aber können wir noch einen? Nee, können wir nicht. Okay. Das war der. Das ist der unidentifizierte Kram. So, na gut, das hat uns alles nicht so viel gebracht, aber du bist... Ich habe kein Geld mehr. Wir haben ein bisschen was erreicht und haben uns auch mal wieder über das Nutzerinterface freuen können, dass man hier nicht zwei Ebenen... Also man... Also unter Verzeichnis mag das Spiel nicht. Also ein Sack in einem Sack ist schlecht. Das ist gut zu wissen. Kann ich das noch irgendwie... Ja, behalten wir es erstmal so. Ich hoffe, ich denke dran, dass hier der unidentifizierte Teil ist. Hier war doch richtig. Okay. Ja, das sind die Erfahrungen des Avatars. Die sind nicht immer alle nur Kampf- und Fantasy-relevant betreffend, sondern mitunter auch einfach, weiß er nicht, was er mit seinen Händen machen soll. Wenn er irgendwie an sich herumklatscht, um irgendwelche Sachen zu identifizieren, hat er manchmal, ne, wo legt man es hin? Das kennt man nicht. Ich meine, ein normaler Mensch würde sich dann denken, gut, dann lege ich es mal kurz hier. Nehme ich es in die eine Hand, ne, und mache mit der anderen Hand den Sack auf und tue den anderen Sack da rein und mache den Sack dann in dem Sack auf. Aber das kann der Avatar nicht. Dazu wurde er nicht ausgebildet. Er kann Gargoyles richten und Dämonen richten und so ein Kram und entscheiden, ob sie gut oder böse sind. Das kann er eigentlich bei jedem machen. Er kann allerdings, wie gesagt, nicht ein... Sack aus einem Sack herausnehmen. So. Und er kann Spinnen schubsen. Spinnen schubsen, hurra! Spinnen schubsen. Oh ja, so. Erfolgreich Spinne geschubst. Okay, bin ich ja halbwegs richtig? Ja, bin halbwegs richtig. Habt ihr auch nicht mitgedacht. Na doch, ihr habt wahrscheinlich bessere Orientierung als ich inzwischen. Hier lang. So. Hier ist der Schrein. Hier haben wir auch schon eine Menge Sachen liegen lassen. Okay. So, also. Wir wollen welches Wort rübsen? Bumsti, Bumsti, in, irgendwas in.
Ich will immer insane sagen, aber es war in Zahn, in Sam. Hier steht's doch. In Zahn. Also, guten Tag, Herr Schrein. In Zahn. The Cup of Wonder is to the north, northeast and above you. Da hat sich also genau gar nichts getan. Er war schon vorher northeast und ist... Northeast, ja. Ja gut, da wir im Westen, ganz im Westen des Levels sind, ist das auch wenig hilfreich, diese Information. Aber es ist immerhin... Moment. Also wir sind im nördlichen Bereich. In der nördlichen Hälfte ist das Ding zu finden. Das ist schon mal hilfreich. Weil die Level sind ja alle direkt übereinander. Die sind ja nicht gegeneinander verschoben. Was wir ja auch an diesem Vulkanschacht immer wieder sehen können. Also wenn es hier im Nordwesten ist... Nordosten, meine Güte. Nordosten. Dann ist es im Level drüber auch im Nordosten. Es ist eventuell dann nicht mehr, wenn wir... wenn der Schrein woanders wäre natürlich. Aber wenn wir dann genau auf dem Level sind, dann müssen wir mal gucken. Aber solange er above us ist... Also wir wissen jetzt, er ist im nördlichen Teil eines Levels. Das ist schon mal hilfreich. Okay, dann jetzt also Level 3. Wo kommen wir hier hoch? Da. Das ist schwierig. Kommen wir irgendwo anders hoch? Lassen Sie mich durch, ich bin Avatar. Ich glaube, ich bin hier auch falsch, oder? Ich bin nicht nur Avatar, ich bin hier auch falsch. Ja, ich bin hier falsch. Bin hier falsch. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin der Avatar, ich war hier richtig. Weil ich bin der Avatar, ich bin niemals falsch. So, wo bin ich jetzt? Bin ich hier, jetzt bin ich richtig. Jetzt bin ich noch richtiger. Jetzt bin ich noch Avatar. Also ich bin immer die ganze Zeit schon da gewesen, wo ich sein wollte. Weil ich der Avatar bin und immer recht habe. So, jetzt gehen wir hier. So, hier kenne ich mich wieder aus. Weil ich der Avatar bin. Das sind alles meine Opfer, die da... Also, das sind... So. Ist es direkt im Süden oder noch weiter? Ja. Oh Gott, der Schrein war scheiße zu... Oh Gott, wie kommen wir an den Schrein? Da musst du uns teleportieren lassen, ne? Wo war ich da ein Fragezeichen? Hm, nee, nicht mehr. Okay, erstmal Schrein. Okay, nach da und teleportieren. Also einmal rum. Also, aber da kannst du dich echt ein bisschen mit Vaseline einschmieren, dann kann man auch besser durch die Dungeon-Level laufen. Jetzt ehrlich. Meinst du, dass das so eine gute Idee war? Wie wir die Goldmünzen komplett nähen. Balloon Leather Boots. Skull. Sonst noch irgendwas. Sword. Oh, noch mehr Geld. Vielleicht kriegen wir nochmal 20 zusammen, für dass wir uns den Zauber sparen können. Oh ja.
So, bin ich überhaupt richtig? Ja. Einmal ganz rum. Und dann da teleportieren. Okay, meine, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das ist echt ein schönes Level. Es ist halbwegs übersichtlich, hat ein bisschen Wasser, also hat viel Wasser. Also es ist fast wie ein Fluss, also ist eigentlich... Ja, also so, dann da... Hat auch eine von, ich glaube, nur zwei Fallen im Spiel. Oder zumindest die einzige, die wir gefunden haben. Da in dem Knopf hier. Nee. Hier irgendwo. So. Hat einen Teleporter. Ganz was Tolles. So. Jetzt müssen wir hier runter, hier runter, hier runter. Oh, wir sind im richtigen Level. To the west. To the west. Etwa in dem Fragezeichenraum. Bin ich so... Also offensichtlich war hier irgendwas, was mich verwundert hat. Und wir suchen den Cup auf Wunder. Also, das würde passen. Okay, ging es in Fragezeichen einfach. Ich überlege gerade, was das war, aber ich würde sagen, das gucken wir uns als erstes mal an, weil das ist definitiv im Westen. Das, ich meine, Herr Schrein hätte auch sagen können, der Cup ist direkt nebenan. Aber gut, schauen wir mal. So, wie kommen wir hier raus? Weiß ich das? Ein Teleporter wieder? Wir können auch hier raus. Ist upset. Dann kann ich ihn da. So. Warum der Bandit uns da angegriffen hat? Ich glaube, es war ein Bandit. Ich meine, Fied war es auch ein Ritter und ich habe. Der hat nur freundlich die Hand gehoben. Ich habe die Geste irgendwie missgedeutet. Das kann also als ist im Avatar alles schon mal passiert. Aber. Das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. So, wo wollen wir hin? Da ins Wasser. Also hier ins Wasser. Da ein Geyser oder war hier ein Geyser? Oh, der Raum. Ja, ich erinnere mich. Hier war ein Geyser. Und das habe ich nicht verstanden, weil hier nichts war. Und was ist das hier? Speaking for increases numbness and tumbling. Sieht er schon? Wahrscheinlich, sonst wird das hier nicht rumliegen. Ja. Okay, dieses Ding hat mich verwundert. Das ist der Podest für den Cup of Wonder, ne? Da sind wir uns einig. Wir sind im Westen von dem Ding und hier waren Fragezeichen und es ergibt. Ich meine, das war ein seltsamer Raum. Das würde Sinn ergeben. Und daneben, ich meine, er könnte auch hier sein, weil hier so in der offenen Wildnis glaube ich nicht. Hier, das ist nicht im Westen, das wäre Nordwesten, weil das ist auch verdächtig. Und ich glaube nicht, dass er in diesem Pfündümpel da ist. Okay, dann machen wir mal das aus vom Fragezeichen da weg. Und den Geyser auch, weil der ist auch nicht...
Ach, Gazer Dead stand da. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da weg verschwunden? Okay. Ja, und nun? Insan! Was muss ich jetzt machen? Scheiße. Avatar-Mensch, hast du nicht aufgepasst? Hat er wieder geschlafen in der Volkshochschule, also in der Avatar-Hochschule, also in der Avatar-Schule. Wir haben... Ja, blöder Witz. Was machen wir jetzt? Okay, also ich bin mir sicher, wir sind hier richtig. Also, das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gemacht. So, jetzt machen wir Pause. Dann gucken wir, wo wir sind. So. Also wir wissen, dass das Mantra das Erscheinen. Nee. Das falsche Level, Level 6. Research. Mantras and Shrines. Some mantras produce objects or information. One mantra directs to powerful objects. Das machen wir gerade. Drei Parts. Achso, nee, das haben wir schon. In Zahn. So. Mehr weißt du aber nicht. Okay. Ja, ich meine, es hat uns hierher direktet, aber wie wir hier jetzt... Dreams of Demon plus Block of Incense. Ich meine, ich habe keinen Incense mehr. Jetzt könnten wir uns hier nochmal die Birne weghauen. Vielleicht würde das helfen. Okay, dafür hat man Aufzeichnungen. Was man nicht im Kopf hat, muss man auf den Zetteln haben. Ich meine, es zieht sich dann ein bisschen, aber es ist aufregend, so Standbild zu haben, sicherlich für euch, und mir dabei zuzuhören, wie ich hier durch Zettel wühle. Aber ich meine, es gehört irgendwie dazu. Cup of Wonder, hier habe ich was. Da habe ich sogar markiert. Mardin's Song of Wonder, nee, nicht Song, Song of Wonder. Oh, der Song of Wonder für den Cup of Wonder. Favorite of Cabarets, ja. Play it in the right place, wondrous things will happen. Ja, okay. Use Flute. Und dann, okay. Haben wir eine Flöte? Ich bin mir sicher, dass ich eine Flöte behalten habe. Okay. Use to play an instrument. So. Wir lernen, wir sollen spielen. Nope. Oder muss ich hier... Oh, doch. Ich muss noch Escape drücken. Ich dachte, ich müsste mich hier vielleicht draufstellen. Also. Okay. Na gut, dann kann die Flöte ja hier bleiben. Ne? Wir haben den... an object appears in the air and falls into your hand. Ja. Technik wie in Wirklichkeit. Hat sehr gut funktioniert. Cup of Wonder. Cool. Okay, na, das war ja einfacher als gedacht. Also, ging schneller als gedacht. Meine, hätte mir mehr Sorgen gemacht. So, was hier sind, will ich hier noch irgendwas liegen lassen? Die ganzen Krämpfe. Ich meine, wir haben genug Platz, also nehmen wir es mit. So, Cup of Wonder haben wir. Abmarsch! Gucken, ob wir unterwegs noch eine Goldmünze einsammeln, dann können wir den Kollegen Dominus noch ein bisschen Geld geben. So, jetzt wollen wir... Wollen wir dahin? Da ist Loot, ist das schon drin? Ne, wir wollen hier down, Also wir wollen hier runter und da, okay. Na gut, dann wollen wir jetzt auch noch... Das ist Norden, wir wollen nach Süden. Das ist grob diese Richtung. Okay, Avatar. Jetzt ehrlich, steckst im Wasser fest. Wow. Okay.
Müssen wir hier lang, ne? Okay, funktioniert ja auch viel besser. Gut, gut, gut. Ja, Strömung. Also Strömung ist gefährlich. Da kann gefährlich sein. So, was wir drücken müssen, wissen wir schon. Die Tür ist aber aus irgendeinem Grund noch offen. Okay. Jetzt ist sie wieder zugegangen. Nee. Gut. Wir wollen einfach gerade durch. So, der Punkt ist mit dem Cup of Wonder anfangen direkt. Wollen wir ja im Moment noch nichts. Wir wollten ihn ja erstmal nur haben, dass wir alle Items haben, die wir eventuell brauchen. Und nicht mehr zurück müssen. Wahrscheinlich muss ich nicht nochmal zurück. Aber der war ja jetzt unmittelbar noch nicht für irgendwas nötig. Also können wir eigentlich ja gleich weitermachen. Um dann zu gucken, also beim nächsten Mal natürlich, um dann in das nächste Level zu gucken, wo uns das ganze Mana flöten geht. Und wir haben auch wieder ein bisschen, das heißt, wir können auch wieder ein, zwei Mal dingsen, ne? Und dann wissen wir noch ein bisschen mehr und dann geben wir das restliche Geld noch bei Dominos aus, weil wir den so gerne haben. Und weil er Dominos heißt und ne, da müssen wir ihm natürlich auch Geld geben. Also liegt hier irgendwo noch Geld rum? Ich glaube, hier müsste auch noch irgendwo Geld rumliegen. Ich weiß nicht, ob diese einzelnen Münzen... Ob die gelten? Aber ich vergesse auch immer, wie ich hier irgendwo hinkomme, in diesem Raum. Dieser Raum ist zu schwierig für mich. Okay. Wo bin ich hier richtig? Nee. Oh, die Frage einfach zu beantworten. Nee, Pilks, bist du nicht. Du musst hier hin. Hier runter. So, wir müssen mal wieder Spinnen schubsen. Haben wir sie aus dem Level geschubst? Nee, es geht nicht. Okay. So. War auch nicht der richtige Weg, hier rauszugehen, aber ist mir egal. So. Dominos. Wir sind noch auf dem falschen Level. Wir müssen noch hier hin. Gottes Willen, ist das weit. Kam mir auf dem Hinweg gar nicht so weit vor. Hier. Hey Freund, willst du reich werden? Dominus. Yes. Also, wir haben noch unidentifiziert hier. Yes. 10. Magic Arrow with 12. So, jetzt mal. Das ist jetzt identifiziert. Gucken wir mal. Ist das auch Magic Arrow? Können wir zumindest in Zukunft die... werde ich eh nicht dran denken. Die anhand des Aussehens identifizieren. Du bist so nervig. Du bist so nervig, ey. Identify this. Yes. Hier, meine Güte, ich hatte es dir schon gegeben. Nee, oh, Fireball, okay. Die sind, können also gleich aussehen. Also, dass die Magier die nicht beschriften, also das ist so wie... Naja, egal.
Und zuletzt Schriftrolle. Und hier das letzte Geld von Roderick oder von wem das war. Und von dem Bandit, jeder Art. Skull of Night Vision, okay, we're completely useless. Naja, nicht completely useless, aber no, that is all. Thank you. Bis auf. Okay, gut. Der macht jetzt, ich weiß nicht, was er mit dem Geld macht. Ist ja nicht so, dass er in Urlaub fahren könnte hier. Aber soll mir egal sein. Wir hören an gleicher Stelle auf, wie wir angefangen haben. Haben jetzt den Cup of Wonder und zählen mal kurz durch. 1, 2. Was zur Hölle ist das? Okay, also ich brauche nochmal unseren Zettel. Wo die verschiedenen Talismane draufstehen. Okay, kein Wunder, was mit dem... Okay, also der Schlüssel ist es nicht. Also das, also 1, Standard, Taper, 2, müsste ich den nicht mal identifiziert haben? Ist da was denn identifiziert? So geht das ja nicht. Perfect Unring, den haben wir nicht identifiziert. Dann ist er das vielleicht gar nicht. Und das wäre peinlich. Also, nochmal kurz Name Enchantment. Das können wir auch ohne den Kollegen. Gott sei Dank. Also, 1, 2, 3 ist der Wein. 4 ist das Buch. 5, 6. Ah ne, 1, 2, ich bin ja doof. Oh Gott, da fehlen auch noch welche. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8, ne? Ja, okay, wir haben alle. Sehr gut. So, und was zur Hölle ist das? Kein Wort, nur das Skin-Rundstand. Das ist unidentifiziert hier. Das ist irgendwas, das ist... Wer weiß, wo das brauchen. Ist das hier Recipe Rooms? Okay. Ist der Ring das? Okay. Ja, ich würde sagen, mal gucken, ob ich bis zum nächsten Mal noch ein paar Sachen identifiziere. Auf jeden Fall machen wir dann beim nächsten Mal weiter und gehen dann endlich in Level 7. Und schauen uns da mal ein bisschen um. Wir haben ja auch noch irgendwas zu tun. Habe ich schon wieder vergessen. Was wollten wir machen? Ah ja, Prinzessin retten. Stimmt. Naja, die wird sich inzwischen da schon eingelebt haben. Also alles nicht mehr so dringend. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal mit Level 7 in Ultima Underworld weiter. Also bis dahin. Macht's gut. Tschüss.